Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie bei Ihrer Spülmaschine den Schlauch der Dosierpumpe tauschen können. Schalten Sie zuerst die Stromzufuhr ab. Nehmen Sie die untere Abdeckung ab. Lösen Sie dann die Schraube, welche die Dosierpumpe befestigt. Ziehen Sie dann die Stecker der Pumpe ab. Achten Sie hierbei auf die Belegung. Sie können jetzt die Schläuche von der Pumpe abziehen. Lösen Sie nun die beiden Schrauben der Abdeckung. Der Schlauch kann jetzt nach vorne aus der Pumpe genommen werden. Setzen Sie dann den neuen Schlauch ein. Befestigen Sie dann wieder die Abdeckung. Schließen Sie jetzt die Schläuche wieder an und befestigen Sie diese mit Kabelbindern. Stecken Sie nun die Stecker wieder auf. Achten Sie dabei auf die korrekte Belegung. Bringen Sie dann die Pumpe wieder an und befestigen Sie sie mit der Mutter. Sie können dann die Stromzufuhr wiederherstellen und das Gerät einschalten.